Gibt es eine falsche Taufe und hat das die Konsequenz, dass ich nicht gerettet bin? Herzlich willkommen bei GVC Global Video Church. Heute geht es um das Thema, was ist Taufe und gibt es eine falsche Taufe? Wie bei so vielen so wichtigen Themen gibt es manchmal so Verirrungen und dann gibt es Streit und Spaltung und das ist einfach furchtbar. Deswegen möchte ich mit diesem Video aufklären, aber nicht nur um diesen Streit zu lösen, sondern um euch alle zu ermutigen, lasst euch taufen. Kommt zu Jesus. Und diese Wichtigkeit, diese Bedeutung, dass die schon vor mehreren tausend Jahren geboren worden ist, diese Bedeutung von Taufe, Begeisterung über Taufe, die möchte ich euch heute vermitteln. Bevor wir zu gucken, gibt es eine falsche Taufe, müssen wir die Originaltaufe mal anschauen. Das ist ja wie bei einem Geldschein. Wenn man den richtigen Geldschein nicht kennt und nicht genauestens kennt, dann weiß man nicht, wo ist der gefälschte Geldschein. Bei der Taufe habe ich wieder hier dieses wunderbare Bild mitgebracht, weil die Taufe ist auch ähnlich wie der Sabbat, hat eine viel tiefere Bedeutung als ein genaues Befolgen eines Rituals. Ich hatte das ist ein Avocado-Kern mitgebracht, das letzte Mal bei dem Thema Sabbat, weil meine Tochter hat mir einen Avocado-Kern anvertraut mit dem Wunsch, ich soll ihn doch so pflegen, dass daraus eine Pflanze wird. Und falsch wäre, super frustriert wäre die Rahel, wenn ich diesen Kern hier jetzt so pflegen würde, dass ich ihn schön sauber halte, auf ein Podest tue, ein goldenes Podest, ein großes Schild, nicht anfassen, dass bloß nichts diesem Kern passiert. Das wäre frustrierend für die Rahel, weil der Sinn und Zweck ist komplett verfehlt. Ich habe es vielleicht gut gemeint, aber ich habe es eigentlich nicht wirklich gut gemeint, weil es geht ja darum, was die Rahel mit dem Kern möchte, wenn sie mir ihn anvertraut. Nicht, was ich denke, was ich richtig halte. Deswegen war Jesus so frustriert über die Pharisäer, weil sie aus ganz vielen Geboten, die Gott ihnen gegeben hat, selbst auch die Stiftshütte und die vielen tollen Feste, so einen Kern gemacht haben, den sie auf ein Podest gestellt haben und statt dass er Frucht bringt und viele Avocados jeden Tag, jedes Jahr, ist eigentlich diese ganzen Gebote nur noch tot gewesen. Sie haben nicht bewirkt, was ihr ausrichten sollte. Genauso ist es mit Taufe. Taufe hat ein Ziel, eine Bestimmung. Genauso wie der Sabbat eine Bestimmung hatte. Taufe hat meines Erachtens eines die schönsten Bestimmungen, die es überhaupt gibt. Ja, ich kann auch noch mal ein Video über Abendmahl machen, aber am besten macht ihr das mal selber, dass ihr mal bibelt, ja, und guckt, was ist die Bestimmung von Abendmahl. Ja, um mal kurz auf den Punkt zu bringen. Abendmahl, die große Bestimmung ist, dass wir daran, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnert werden, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Er wird mit uns an einem Tisch sitzen. Das ist die Bestimmung von Abendmahl, eine Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Aber die Taufe hat eine ganz spezifische und ganz wichtige Bestimmung. Wir schauen uns mal an, wo im Alten Testament zum ersten Mal die Taufe erscheint. Da lesen wir, ich habe das mal so, die erste große Taufe im 1. Petrus 3, Vers 19. In ihm ist er spricht von Jesus, auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Ich halte hier mal an. Was hier Petrus sagt, ist nichts anderes als, also Jesus in den 3 Tagen, wo er in dem im Tod war, also im Scheol hat man das damals genannt, das ist das Totenreich. Da warten die Seelen auf das letzte Gericht. Ja? Und da gibt es auch einen Unterschied, an welchem Ort man wartet. Ja, das lesen wir in der Offenbarung, dass da die Gerechten wirklich unter dem Altar warten, also in der Gegenwart Gottes. Und die anderen
an einem nicht so schönen Ort. Aber Jesus predigt diesen Seelen, die damals die Rettung noch nicht hören konnte, weil damals diese rettende Botschaft noch nicht gab. Was er aber auch hier sagt, ist, dass diese Sinnflut, die alle Bosheit vernichtet hat und die Menschen, die diese Bosheit in sich trugen und nicht davon lassen wollten, dass diese Flut mit der Arche, die diese acht Seelen beschützt hat, ein Sinnbild, ein Hindeuten auf die Taufe ist. Hier kann man richtig sagen, es ist die erste große Taufe. Da heißt es nochmal, in der wenig nämlich acht Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch, durch eine Taufe, durch den Tod hindurch ins Leben. Und jetzt steht hier ganz genau, das ist ein Vorbild, ein Sinnbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe ist ein Vorbild, die Sinnflut und die Arche ein Vorbild für die Taufe, weil die Taufe wäscht uns rein, und jetzt heißt es hier nochmal, zu einem guten Gewissen durch die Auferstehung Jesu. Wir gehen in den Tod, eigentlich hätten wir für unsere Sünde sterben müssen, weil unser Gewissen was unterscheiden kann, was richtig und böse, richtig und gut, richtig und falsch und böse und gut ist. Ja? Ein Gewissen, was Empfinden hat für das Gute und das Böse. Dieses Gewissen ist durch die Sünde wie verstopft. Wenn man mal so ein Sieb nehmen würde, total verstopft, da kann ich nicht mehr, oder Sieb ist eine Methode, oder auch ein Lappen, der eigentlich so die Sünde wegwaschen würde, Sensoren, ja, das ist wahrscheinlich noch das Bessere, Sensoren, die komplett verstopft sind, dass man nicht mehr empfinden kann, das Gewissen ist taub. Das macht die Sünde in uns. Wenn wir öfter sündigen, dann wird das Gewissen taub. Und hier heißt es, die Taufe ist ein Sinnbild, aber auch ein praktisches Durchführen, dass diese Sünde wieder weggewaschen wird, damit unser Gewissen wieder gereinigt. Und das erzählen viele, dass nach der Taufe sie plötzlich erstmal empfinden, ach du meine Güte, das ist ja schrecklich. Wenn ich zum Beispiel einen Film sehe mit pornografischen Szenen, dann merke ich plötzlich, das ekelt mich an, weg, fort. Oder ich habe vorher öfter mal gelogen und jetzt merke ich, stehe in der gleichen Situation und ich kann nicht mehr lügen. Ich sage, nein, ich kann das nicht mehr. Oder ich bin mit Freunden, alten Freunden wieder zusammen, die viel lästern. Und ich merke mit einem reinen Gewissen, das ist ganz schrecklich. Da wird mir ganz übel, es schnürt mir alles zusammen und ich sage, nein, ich mache das nicht mehr. Und im Zweifelsfalle halte ich mich fern von solchen Leuten und unterbreche diese Freundschaften. Ich lege sie weg, weil sie mein Gewissen wieder beschmutzen, was ja eigentlich durch die Taufe und die Bekehrung wieder sauber gewaschen worden ist. Jetzt gibt es nochmal einen zweiten Sinnbild und Vorbild für Taufe. Und zwar ist die Stiftshütte, die damals Gott den Israeliten gegeben hat. Aus dieser Stiftshütte wurde später, haben die Menschen dann einen Tempel gebaut, obwohl Gott das gar nicht wollte. Ja. Aber David dachte, ich lebe in so einem krausen Palast. Das geht nicht, dass da Gott in so einer Stiftshütte wohnen sollte. Ja. Naja, gut. Diese Stiftshütte hatte Mose im Himmel gesehen. Die gibt es im Himmel. Und zwar ist es die Geschichte zwischen Mensch und Gott. Man könnte sagen, die komplette Bibel als Menschheitsgeschichte vom ersten bis zum letzten Tag sind in dieser Stiftshütte verborgen. Ja, und deswegen sollte sie runter auf die Erde geholt worden, damit die Israeliten sehen, immer wieder an der Stiftshütte, an dem, was dort getan wird, bis hin ins Allerheiligste, wo der Gnadenthron ist, sinnbildlich für das Gericht. Ja, mit den 10 Geboten drin, mit dem Stab vom Aaron, lauter wundervolle Geschichten,
die uns die große Geschichte erklären soll. Ja, wie ein Puppentheater den Kindern so die Moral der Geschichte, ja, eine Wahrheit erzählen möchte, so erzählt uns das die Stiftshütte. Und in der Stiftshütte, da lesen wir im 2. Mose 30, Vers 12 im Vorhof, da steht die Taufe. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, du sollst auch ein Becken aus Bronze machen, mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen sollst du es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun. Dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen. Sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben. Oh, so soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den Herrn. Sie sollen ihre Hände und ihre Füße waschen, dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Also, da war die Stiftshütte mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Das waren zwei Zelte ineinander. Also erst ein großes Zelt, das Heiligtum, ein kleines Zelt, das Allerheiligste. Da durfte eigentlich nur noch einmal im Jahr der Hohepriester, der dann ausgewählt wurde. Also im Prinzip, das war wirklich verboten. So, da kommen wir. Das ist das ewige Zusammensein mit Gott, ja, wenn alles vorbei ist. In dem Heiligtum, da steht der Leuchter und die Schaubrote und dann Weihrauch, Dampf, das steht für die Gemeinde. Ja, die Leuchter steht in der Offenbarung für die Gemeinde, die Schaubrote für das Abendmahl, was wir in der Gemeinde feiern. Also hier können wir schon rein durch den Opfertod Jesu. Damals nur die Priester. Wir sind heute alles Priester, weil wir durch Jesus Christus, durch die Taufe dann reingewaschen sind. Und im Vorhof, also vor der Stiftshütte, war ein Altar. Da wurden immer Tiere darauf geopfert, vor allem für unsere Sünden. Das symbolisiert, das ist ein Sinnbild, ein Vorbild für Jesus Christus, der ein für alle Mal für alle unsere Sünden gestorben ist. Deswegen braucht kein Tier mehr geopfert werden. Aber um dieses Opfer zu bringen oder um in die Stiftshütte reinzugehen, braucht es dieses Becken. Und da heißt es, wenn die Priester sich nicht gewaschen hätten, wären sie gestorben. Was heißt das? Das heißt, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, brauchen wir die Reinigung von unseren Sünden, weil wir sonst unheilig sind. Das ist jetzt hier in unserer großen Plandemie, sehen wir das tagtäglich, wie sich Menschen quälen, weil sie Angst haben, weil ein Virus einen Menschen töten könnte. Und dieser Virus, den Gott hier noch viel tödlicher als die Plandemie erklärt, ist Sünde. Und die Welt ignoriert komplett die Sünde, ermutigt zur Sünde und verurteilt die Sünde verhindern wollen. Also Menschen, die Dinge zur Sünde erklären, weil sie noch schlimmer sind. Sie töten nicht nur den Körper, sie töten meine Seele und meinen Geist. Diese Menschen werden von der heutigen Welt verurteilt. Sie dürfen das nicht tun. Sie werden mundtot gemacht. Die Gemeinde, die einzige, die noch diese Sünde, die zum Tod führt, hier ohne Reinwaschung, man stirbt. Und zwar Körper, Seele und Geist. Sie zersetzt uns, ganz furchtbar. Die Gemeinden, die das noch verkünden können, werden mundtot gemacht. Sie hören auf, darüber zu predigen und zu reinigende Wirkung für unsere Gesellschaft haben. Es ist furchtbar. Und hier ist es. Wir brauchen Reinwaschung. Die kriegen wir erstmal durch den Opfertod Jesu. Aber jetzt, warum muss ich mich noch taufen lassen? Wenn ja Jesus für unsere Sünden gestorben ist, wieso brauche ich überhaupt noch die Taufe? Die Taufe ist der Part, den ich dazu tue. Also, das Tier musste sterben, da brauchten die Priester nicht sterben. Aber um das zu tun, um das wirklich in Gang, in umzusetzen, mussten sie sich vorher waschen, also bevor sie geopfert haben und bevor sie in das Heiligtum getreten sind.
um den Israeliten zu zeigen, es ist aber auch wichtig, nicht nur, dass jemand für eure Sünde, die er begangen hat, stirbt, sondern dass ihr auch sagt, wir wollen uns von Sünde fernhalten. Und wenn wir Sünde bekennen, dass Sünde ist, schrecklich. Mit Sünde können wir nicht in die Gegenwart Gottes treten. No way. Wir müssten sofort sterben, weil die Gegenwart Gottes Sünde sowas von wegschmilzt. Das ist, als wenn du ein Stück Papier ins Feuer hältst. Das verbrennt in wenigen Sekunden. Und so verbrennt ein Mensch mit Sünde in wenigen Sekunden in der Gegenwart Gottes. Und dieses Waschbecken, dieses Vorbild von Taufe sollte den Israeliten das jeden Tag, die haben das jeden Tag gesehen, vor Augen halten. Ich brauche Reinwaschung von Sünde. Ich brauche ein Opfer, wenn ich gesündigt habe. Ja? Und ich brauche ein Reinwaschen, heißt, Herr, ich will nicht sündigen. Ich will rein vor dich treten. So, und wie sagt das dann Jesus? Johannes 4, Vers 1. Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Und dann heißt es in Markus 10, Vers 38, doch Jesus antwortet, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Da haben die Jünger gefragt, hey, wir wollen mit dir gehen in den Tod und was auch immer. Und dann sagt Jesus, ihr wisst gar nicht, was ihr betet. Hier stehen zwei wichtige Dinge. Johannes der Täufer, die Taufe eingeführt. Das war ein Vorbereiten für das Opfer. Hier sehen wir, die Geschichte in der Stiftshütte wird wahr. Also Jesus, Gott wusste das, Johannes auch, sollte geopfert werden. Aber bevor das Opfer kommt, hat Johannes Menschen vorbereitet und durch die Taufe auf dieses Opfer vorbereitet, auf das Opfer Jesu. Und er hat sie also getauft. Und Jesus hat auch getauft, aber er hat die Jünger dafür eingesetzt. Warum? Weil die Taufe für Menschen ist und nicht für Gott. Er ist Gott. Er wollte schon von vornherein klar machen, die Taufe ist für euch Menschen. Später im Himmel brauchen wir keine Taufe mehr. Ja? Er brauchte eine Taufe, weil er makellos war, ohne Sünde. Er hat die Taufe gemacht beim Johannes als Gehorsamsschritt. Ja? Johannes wollte eigentlich ihn gar nicht taufen, weil er wusste das. Aber er sagte, tu das, weil ich möchte hier ein Vorbild geben für alle anderen. Aber dann haben seine Jünger getauft. Er hat seine Jünger dazu angeleitet, damit auch danach wir als die Jünger von den Jüngern von den Jüngern auch taufen sollten. Und er hat gesagt, seine große echte Taufe ist das Sterben am Kreuz. Also hier seht ihr Taufe, ja, damals mussten viele das Böse sterben und die 8 Seelen sind gerettet worden. Und hier ist Jesus geht durch den Tod, damit wir nicht mehr durch den Tod gehen, aber in der Taufe an diesem Tod teilhaben, ohne zu sterben, ja, und uns das vergegenwärtigen, dass wir als neuer Mensch aufstehen, reingewaschen durch sein Blut, ja, reingewaschen auch durch die Taufe und dann wirklich mit ihm, und das ist sehr, sehr wichtig, ein heiliges Leben führen. Was passiert, wenn wir dann nochmal sündigen? Wir vermeiden es. Wir sollen heilig sein, wir sollen wachsen darin. Aber da heißt es im 1. Johannes 1 ganz simpel, aber wenn wir gesündigt haben und unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und wäscht uns abermals rein. Jesus sagt das ganz praktisch zu seinen Jüngern, die fragen, wie oft sollen wir denn vergeben? Und dann weiß er natürlich, ja, wie oft vergibt Gott denn? 7 mal 77 Mal heißt immer. Wenn es aus wirklich echtem, reinen Herzen kommt und nicht so, ach, nach dem Motto, ist ja alles nicht so schlimm und das bin halt ich. Völlig babylonische Irrlehre, das bin halt ich. Ja, das verseucht unsere Gemeinden, ja,
wenn Leute sagen, oh ja, das gehört zu mir, auch das Böse gehört ja zu mir, so ein Quatschi-Quatsch. Quatschiger wie jede Quatschsoße. Wenn wir wissen, dass Sünde schlimmer ist wie der allerschlimmste Virus, dann kann ich doch nicht sagen, der Virus gehört zu mir. Nein, dann will ich wirklich frei werden davon. Und da brauche ich manchmal oder eigentlich immer die Kraft Gottes. So, nochmal zusammengefasst steht das in Matthäus 28, Vers 18, wie wir das tun sollen. Heißt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alle Gebote zu halten, damit wir auch heilig werden, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ende der Zeit, ihr Lieben, ja? Er ist immer bei uns. Wie taufen wir? Wir taufen einen Menschen, der bekennt, dass Jesus Christus der Herr in seinem Leben ist. Der bekennt, dass er alle seine Sünde ablegt und diese Reinwaschung Jesu, sein Opfertod am Kreuz, für sich annimmt, damit er reingewaschen und gerecht vor Gott stehen kann und Teil des königlich-göttlichen Familie, Bürgerreichs zu sein, Himmelreich. So, also du musst erwachsen sein. Als Kind kannst du das nicht entscheiden. Es ist wie eine Hochzeit. Ja, es gibt zwar Kinderhochzeiten, aber das ist nicht der Sinn des Erfinders. Und Gott ist der Erfinder davon. Ja? Also wenn du erwachsen bist, dann lässt du dich taufen. Du lässt dich untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, das sagt Jesus Christus. Es gibt eine Irrlehre, die besagt, oh, diese Taufe ist falsch. Ja, das sind solche Leute, Pharisäer, die versuchen, den Kern auf den Podest zu stellen und nicht den Sinn dahinter zu verstehen. Wir tun es so, wie Jesus uns das gesagt hat. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ehrlich gesagt kommt es noch nicht mehr so sehr auf die Worte an, weil wir lesen das gleich nochmal im Römerbrief, was eigentlich dann die Konsequenz von dieser Taufe sein soll. Ja? So, wir taufen das, er steht auf und dann hat er ein neues Leben und einen großen Punkt. So, jetzt die Frage, wenn du als Baby getauft worden bist, gilt die Taufe? Also, das musst du eigentlich selber beantworten. Ich ermutige jeden, eine Erwachsenentaufe durchzumachen. Weil es wichtig ist. Seht, wie wichtig und tief das ist. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich will das aber so für mich jetzt annehmen. Ja, ich habe als Kind das nicht entscheiden können, aber heute nehme ich das an. Ich bin nicht dein Richter. Das musst du vor Gott deutlich machen. Du mit Gott, okay? Ich richte nicht darüber und ich soll auch nicht richten. Du musst vor Gott gerade stehen. Aber ich ermutige ihn, so zu tun, wie es einfach in der Bibel ist, nicht wie es eine Kirche daraus gemacht, was die Kirche daraus gemacht hat. Auch wir taufen Erwachsene, wir segnen Kinder, weil Jesus Kinder gesegnet hat. Wir machen Kindersegnung, wir taufen Erwachsene. Dann sagen wieder andere, ja, wie ist das denn, wenn jemand nicht getauft ist, kann der überhaupt in den Himmel kommen? Da gibt es ein Beispiel, Jesus hängt am Kreuz und ein Verbrecher ist neben ihm und bekennt seine Sünden. Er bekehrt sich, er sagt, hier, das ist ein Gerechter. Und er fragt Gott, fragt Jesus, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und er sagt, Jesus, heute noch wirst du mit mir im Himmelreich sein. Dieser Mann konnte sich nicht mehr taufen lassen. Aber er ist gerecht, er ist gerettet, weil dieser Kern, ja, es geht nicht um Regeln, sondern es geht darum, dass Jesus Menschen retten will und es geht immer um mein Herz. Und wenn jemand sich bekehrt, kurz bevor er stirbt und nicht mehr getauft werden kann, kommt er in das Himmelreich. Was passiert mit den Menschen, die sich nicht taufen lassen wollen? Die nehmen Opfertod Jesu nicht ernst.
Und die nimmt Jesus auch nicht ernst. Wir sollen es ernst nehmen. Steht, wenn das so in der Bibel drin steht und so praktiziert wurde und später nicht nur einmal, sondern in den Briefen immer wieder aufgeführt, dann lass dich taufen. Vor allem, ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen, jemand will dir 1 Million Euro schenken. Du nimmst die nicht an. Ah ja, es ist dein Problem, wenn du es nicht annimmst. Aber nimm es doch an. Lass dich taufen. Du wirst merken, wie dein Gewissen dadurch wieder gereinigt ist und du ein neuer Mensch bist. So, und jetzt zum Schluss nochmal, was soll nach der Taufe, durch die Taufe geschehen? Römer 6, Vers 4, da heißt es, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Der alte Mensch in uns, der sündigt, der frustriert ist, der lauter, die Werke des alten Menschen sind ganz eindeutig, Unzucht, Uneinheit, Streiterei, Hadern, Angst, so Panik, dann, also lest das mal im Kolosser 3, eigentlich alles Ungute. Das ist der alte Mensch. Der wird in der Taufe mit Christus begraben. Ich sage mal was, wenn ich merke, ich bin noch sauer auf einen Menschen, ich kann ihn nicht vergeben, dann ist das der alte Mensch in mir. Und dann weiß ich, das muss ans Kreuz. Egal wie der andere Mensch ist, dieser alte Mensch, der ist unfähig, seinen Feind zu lieben und zu vergeben. Er muss ans Kreuz. Ja? Und manchmal denke ich, wir Christen sind von dieser Psychologie sowas von verseucht, dass wir all dieses Herrliche, diese ganze Wahrheit so relativieren, dass so viele Christen unglaublich, also eigentlich verbrecherisch, gefangen gehalten werden in ihren Sünden, weil ihnen nicht mehr die Lehre klar und sauber reines als reines Wasser eingeschenkt wird. Der alte Mensch ist in der Taufe gestorben. Er hat nichts mehr in unseren Gemeinden und unseren Familien zu suchen. Und wenn er auftaucht, dann wird ihm der Krieg erklärt. Ja? Und dann betet man sich durch. Auch ich sündige immer mal wieder, ihr Lieben. Und dann heute Morgen zum Beispiel, da war ich sauer auf meinen Mann und dann habe ich ihn so angepöbelt, ja, und bin reingegangen. Das habe ich gemacht. Ich habe das sofort gemerkt. Ich bin raus und ich habe mich sofort entschuldigt. Ihr Lieben, das geht innerhalb von 3 Minuten. So, und dann setzen wir uns hin und dann reden wir die Sachen durch. Was war denn das? Wer hat denn wen verletzt? Und bla 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 bla. So, das kann man lang machen, das kann man kurz machen. Manche Frauen mögen es lang oder auch manche Männer. Aber das ist auch der alte Mensch. Ja, das kann man kurz machen. Man vergibt den anderen und dann geht man wieder okay. Jeder geht auf den anderen mit Liebe zu. So, und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Auch deine Traumata in der Vergangenheit, die sind am Kreuz in der Taufe gestorben. Dein Leben ist reingewaschen. Da kann man mal zu gucken. Manchmal kann man gucken nochmal, okay, wo habe ich hier noch Dinge nicht bereinigt. Aber wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr, sondern wir sind Diener Gottes. Wir tun nicht, was die Sünde uns sagt. Egal, wie klug das klingt, egal welche Psychologie uns da rein, bitte reinigt unsere Gemeinden von dieser Psychologie, die so diese klaren Sachen so verschwimmt und immer erst sagt, er muss erstmal heil werden, um vergeben zu können. Das steht so nicht in der Bibel. Vergebung ist ein wichtiges Gebot, das tun wir sofort und dadurch kommt Heilung. Ich möchte euch was empfehlen. Auf unserer GVC-Seite haben wir einen Taufratgeber. Ihr seht das jetzt, glaube ich, alle leider im Spiegel verkehrt, aber der ist wundervoll. Also das sind hier 22 Seiten, wo du mit einer anderen Person dich vorbereitest auf die Taufe. Da sind viele Fragen,
Also Erklärung, was ist Taufe, aber auch viel, dass du dein Leben bereinigst, dass du mal eine Liste machst von Menschen, denen du vergeben willst oder Menschen, die du um Vergebung bitten sollst. Also das ist so wie ein Großputz in deinem ganzen Leben. Sehr zu empfehlen, unbedingt für die taufen wollen. Bestellt das mehrmals für jede Hauskirche, am besten 10. Dann wisst ihr, in den nächsten Wochen wollen wir 10 Leute taufen. Die bekommen dann diesen Taufratgeber und können ihn mit nach Hause nehmen. Haben dann auch schöne Erinnerungen wie hier. Da kann man dann Bilder reinkleben und einfach so die Taufe mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also es ist wundervoll. Ich liebe diesen Taufratgeber durchzumachen. Also hier sind dann auch Fragen, was die Taufe nicht ist, Taufe und Anfechtung, ja, dass man dann vor der Taufe oft angefochten wird. Dann Entscheidung und Gebetsvorbereitung, da sind Gebete und auch ein Taufbegleiter, der wird vorbereitet und ein Taufzeuge. Ja, also bestellt euch das, weil das wird helfen, dass viele Menschen eine echte, starke Taufe haben, ein neues Leben und wirklich ein starkes Volk Gottes, was Babylon die Stirn bittet. Ich bin am Ende. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich will noch für euch beten. Alle, die ihr Leben jetzt Jesus übergeben wollen, um sich dann taufen zu lassen, können das jetzt mit diesem Gebet tun. Bete mir nach. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß um alle meine Sünden. Ich bitte dich, mich reinzuwaschen von allen Sünden. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen und mein Herr und mein Gott zu sein. Ich gebe alle meine Rechte ab an dich. Danke, dass du mich reinwäschst von aller Sünde. Gib mir ein reines Gewissen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und lass mich dein Kind sein. Danke, dass ich dein Kind bin. Danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Und so liebe ich dich von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Habt eine wundervolle Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.